Sarah, du bist Musikerin und du hast gerade, wir hören da auch jetzt gleich mal rein, eine neue Platte rausgebracht. Und ich kann richtig sagen, es ist eine Platte. Ja, die ist sogar, guckt mal, eine Doppelvinyl. Ah, also, oh, schöne Bilder, zeig mal. Da sind so viele... Ja! Among 10,000. Ja, und da sind so viele Lieder drauf, deshalb mussten wir das auf zwei Schallplatten pressen, aber es gibt das natürlich auch als CD und irgendwann auch auf Spotify, aber noch nicht. Noch ist es nur in unserem Shop erhältlich. Möchtest du die haben? Ja, die will ich haben. Hast du einen Plattenspieler zu Hause? Ja, tatsächlich. Vorgestern habe ich tatsächlich dir noch. Oh, dir und dein Mann. Sarah, das freut mich aber. Ja, wir haben aber ich hoffe, dir gefällt die Musik. Platten. Ja, gefällt mir auch. Willst du da mal rein? Kannst du was anderes sagen? Komm, lass uns mal hören. Mann. Okay. Also es ist schon was Schönes, so was Haptisches in der Hand zu haben. Schöner als drauf zu klicken und zu streamen, oder? Das ist so, du hörst noch dieses Rauschen. Ja. Am besten mit einem schönen Glas Rotwein oder ein schöner Kaffee. Und dann die Musik genießen. Ja. Oder einfach zur Ruhe zu kommen, zu entspannen, sich Zeit für sich selber zu nehmen. Ach, herrlich. Habt ihr früher auch Schallplatten gehört? Winnetou. Winnetou-Schallplatten. Gab's bei uns. Wie alt bist du denn? Mai. Da reden wir jetzt nicht drüber. Aber ich bin zu jung, glaube ich. Ich habe auch früher, wir hatten so einen orangenen Plattenspieler aus Plastik. Immer wenn ich krank war, habe ich die Märchen abgespielt und so. Bei uns oben, so im alten Gästezimmer, stand so ein alter Plattenspieler. Ja, genau. Ja. Super. Die Schallplatten kann man alle nicht mehr anhören, weil sie total verkratzt sind. So, jetzt muss ich das irgendwie hinkriegen. Ne? Das ist ja ein cooles Teil, ne? Ja. So, jetzt hoffe ich, das geht immer an, sich zu bewegen. Mhm. Und macht er das automatisch? Ja, guck automatisch. Mal, wenn wir jetzt aufs zweite Lied. Ja, zweite, genau, haben wir gesagt. Oh, und jetzt mal. Und runter? Runter, hier. Einfach den Hebel drücken. Hebelchen hoch. Kommt gar nichts. Ja. Ich weiß, ich muss leiser machen, ne? Wegen dem Ton. Da spiele ich mit ganzer Band noch. Also wir als ganze Band vor der Corona. Krise, dem ersten Lockdown, haben wir das komplette Album live im Studio aufgenommen. Ah. In 10 Tagen und Nächten haben wir uns gefühlt wie die Rolling Stones oder die Velvet Underground. Einfach nur aufgenommen wie in einer anderen Welt. Wie schön. Und dann kam dieser fiese Lockdown und es ging nichts mehr. Aber ihr hattet alles aufgenommen, oder? Wir hatten alles aufgenommen und dann habe ich die Lockdown-Zeit genutzt. Du musst mal leiser machen, glaube ich. Genau, dann habe ich die Lockdown-Zeit genutzt, mit einem Mischer zusammen das zu mischen und noch die schöne Grafik mit meiner Freundin zu entwerfen und so weiter. Schön. Aber als Musiker, mit den ganzen Musikern zusammen was aufzunehmen, ist besonders, Gefühl. Oder? So sehr gemeinschaftlich. Ja, das glaube ich. Das ist ein bisschen wuselig dann, aber wir hatten Freunde, die gekocht haben für uns, Freundinnen. Und es war herrlich. Ach schön, dann möchte man gerade Musiker genau. sein. So, jetzt machen wir es nochmal lauter. Nimmst du die mit nach Hause, oder? Soll ich nochmal aufdrehen? Ja, nochmal aufdrehen. Ach schön. Und ja, du darfst dir die zu Hause in Ruhe. Ach, das werde ich machen, garantiert. Eben. So, ich lasse die jetzt mal hier drauf, aber das andere nehme ich mal. Schade, dass das nicht weiterläuft. Ja. Ach, wir hören gleich noch mehr. Eigentlich ganz schön. Ja. Eigentlich. Nein, also ist Nein, ja, Musik ist auch Geschmackssache, Nein, ne? Du weißt ja, wir hatten es vorher, wenn man sich ein bisschen disst, ist das ein Zeichen, dass man sich mag. Genau. Und wir kennen uns. Zeichen der Wertschätzung. Genau. Ja. Sarah, deine Platte, wenn ich das richtig weiß, hat ja auch ein bisschen was mit deinem Engagement zu tun, ne? Ja. Ach, Eistee. Genau. Ihr wolltet einen mitbringen, habt ihr vergessen. Danke auch. Ja. Danke, dass du dran denkst. Ja. Wollt ihr alle? Ich glaube, ich bin mit dem Kaffee zufrieden. Ja, danke. Ich nehme einen. Gerne. Und während der Eistee da noch kommt, kannst du ein bisschen weiter erzählen. Gerne. Also das hat auch mit deinem Engagement in Syrien zu tun, oder? Inwiefern? Auf jeden Fall. Also eigentlich hat das auch, es ist auch dieses Thema, Among 10,000 heißt ja unter Zehntausenden. Mhm. Und den einzelnen Menschen zu sehen und wertzuschätzen. Und das Album begann eigentlich... Schon vor 5 Jahren, da war ich mit meiner Freundin in Israel, in Tel Aviv. Und da hat mir ein Mann bei einem Konzert seine Geschichte einer ganz schlimmen Flucht erzählt. Und da ist auch ein Lied auf dem Album, das heißt Desert Man, der Wüstenmann. Mhm. Und da war ich erstmal mit dieser ganzen Flüchtlingsthematik, habe ich mich angefangen zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, schon länger her sogar, 8 Jahre. Okay. Und dann hat mich das nicht losgelassen. Und ich habe dann einfach mit Musik verarbeite ich meine Emotionen. Da bin ich immer dankbar, dass das so mein Ventil ist, dass ich das dann aufschreiben kann, Text und Melodien dazu mir überlege.
aber ich liebe es auch, mit den Händen, mit den Füßen auch praktisch was zu tun. Mhm. Und beides zusammen, finde ich, ist eine Wucht. Also Musik und praktisch, besser kann ich mir das Leben eigentlich nicht vorstellen. Das hat dann so eine himmlische Perspektive. Und ja, die Arbeit in Syrien, genau, die Refugium-Arbeit möchtest du, ne? Genau, da haben wir so ein paar Bilder, hast du uns mitgebracht. Genau. Ihr habt jetzt ein ganz neues Kinderheim aufgemacht, ne? Gerade eben, noch nicht so lange. Wo ist das und was macht ihr da? Das ist in Idlib, in Termanin. Sind das die Kinder? Genau, das ist ein alter Kindergarten. Und der stand leer, dem das gehörte. Der war selber auf der Flucht mit seiner Familie jetzt in der Türkei. Okay. Und den hat unser Team erreicht und der hat gesagt, ihr dürft das benutzen. Und jetzt sind da ganz viele Menschen, Flüchtlingskinder aus verschiedenen Camps in Idlib, Flüchtlingslagern, die einfach dreimal in der Woche dort eine schöne Zeit haben. Malen, lesen, spielen und essen bekommen. Da machen die sich immer schön, ziehen die schönsten Sachen an, die sie noch irgendwie haben. Das ist was ganz Besonderes für sie. Und das ist so ein Ruheort, also ein Zufluchtsort mitten im Krieg, weil in der Region fallen immer noch Bomben. Da wird immer noch, gibt es viele Kämpfe. Genau. Aus was für Situationen kommen die Kinder? Klar, es sind Flüchtlinge, aber ehrlich, kann ich mir auch nicht so wahnsinnig viel darunter vorstellen. Also die kommen einfach, du weißt ja, in Syrien gibt es schon seit 10 Jahren Krieg. Ja. Und jetzt eine riesige Hungersnot. Und das sind Flüchtlinge, die von Ort zu Ort geflüchtet sind, ihre Häuser verloren haben, ihre Behausung und die es eben nicht nach Europa geschafft haben, die noch in diesem Land sind. Und viele von ihnen leben in Ruinen oder Zelten. Das sind eigentlich die Ärmsten der Armen, wo auch viele Hilfsorganisationen nicht mehr sind. Und ich habe irgendwie das Glück oder den göttlichen Zufall, dass ich mit Flüchtlingen, die selbst wissen, wie es ist, ein Flüchtling zu sein, weil sie es selber sind, Flüchtlingsfrauen und Männer, dort diese Arbeit machen zu können. Wie bist du denn an die gekommen? Ich meine, du sagst, selbst mit Menschen arbeitest du, wo keine Hilfsorganisation hinkommt. Wie kommst du an diese Leute ran? Ja, das frage ich mich auch. Ich weiß es nicht. Das war irgendwie so ein, ich gehe oft so dieser Intuition nach, wie du vorhin meintest, wenn man irgendwie durch die Straßen geht, man kann ja nicht bei jedem halten, aber manchmal hält man bei Menschen an und dann merkt man plötzlich, diese Liebe, die einen durchströmt. Also, und das war auch bei dem Projekt so, dass ich einfach gedacht habe, ich kann nicht länger, möchte nicht länger einfach nur zusehen, was da passiert in diesem Land. Und dann habe ich jemanden aus dem Land, aus Aleppo kennengelernt, der selber ein Waisen, junger Mann ist, ein Waise, der an einem Morgen, da war er gerade in Damaskus am Studieren, seine ganze Familie verloren hat bei einem Bombenangriff. Geschwister waren im Haus und die Eltern, die sind alle gestorben. Und statt dass er aufgegeben hat, hat er gesagt, ich will in meinem Land weiter Mensch, gerade Frauen und Kindern helfen, die es so schwer getroffen hat. Und dann hat er immer mit seinem besten Freund in Aleppo geholfen. Und er ist aber selber dann geflüchtet, weil er dann natürlich auch so traumatisiert war, dass er gesagt hat, ich muss wegziehen. Und er wusste, wenn er vielleicht nach Griechenland geht, kann er vielleicht Geld nach Aleppo schicken, um dort seinem Freund und den Witwen und Waisen zu helfen. Und jetzt lebt, der heißt Chadi, der lebt jetzt in Frankreich, macht gerade eine Ausbildung zum Koch. Und wir beide machen diese Arbeit zusammen mit 2 Familien vor Ort. Einmal in Damaskus haben wir jetzt fast 30 Witwen und 70 Kinder, die wir seit, ich glaube, 1,5 Jahren jetzt regelmäßig unterstützen können. Auch dank dieser Sendung. Nach der letzten Sendung haben wir so viele Menschen, haben uns gespendet. Und die Frauen, da kommen mir immer Tränen, weil mich das so berührt, dass diese Frauen konnten jetzt zum ersten Mal seit ein paar Monaten haben sie ihre Kinder wieder in die Schule schicken können, die sonst Plastik gesammelt haben, weil die so arm waren. Dadurch, dass wir diese regelmäßigen Spenden geben. Genau, das ist unser Projekt in Damaskus. Und wo dieser Kindergarten ist, das ist in Idlib. Da helfen wir einfach, siehst du auf den Bildern, Brot und Wasser zu verteilen in den Flüchtlingscamps. Okay. Hier Wasser sieht man hier, Brot verteilen. Ja. Okay. Corona hat das deine, andersrum, du sitzt in Deutschland, wie hältst du Kontakt? Geht das über Telefon, YouTube, genau. Telefon, Facebook? Telefon, also Telefon und viele E-Mails, aber vor allem regelmäßiges Telefonieren
Und mein größter Wunsch ist, nach Damaskus zu reisen. Ich habe das schon mit dem Pastor Yassir, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein starker Mann. Mit dem möchte ich zum ersten Mal nach Damaskus reisen, weil er sich auskennt. Er kennt auch die Geheimpolizei, aber jetzt ist es noch zu gefährlich. Mhm. Und auch meine syrischen Freunde und Freundinnen in Deutschland, die in Deutschland leben, sagen, noch nicht, warte noch. Aber die Zeit wird also kommen. Auch die Arbeit für die Familien da vor Ort ist auch gefährlich? Ja. Hm. Also wir machen vieles auch versteckt. Okay. Also die Frau, die für uns in Damaskus arbeitet, ist eine junge Ärztin. Mhm. Da kommen immer die Frauen zu ihr ins Krankenhaus, weil sie ist Frauenärztin und die vertrauen sich ihr an. Und dann fangen wir an, diese Frauen zu unterstützen. Aber vieles geht auch noch ohne Papiere, weil die Frauen haben ja keine Papiere mehr. Die Witwen. Die Witwen. Mhm. Und warum haben die keine Papiere? Weil sie selber Flüchtlinge sind, die von einem Ort zum anderen okay. und die so verarmt sind, dass sie teilweise auch in Ruinen leben und dafür horrende Mieten bezahlen müssen und werden dann von den Mietern auch oft gezwungen, sich zu verkaufen. Und das machen sie, um ihre Kinder und sich zu ernähren. Und diese Frauen leiden oft auch an schweren Krankheiten. Natürlich sind das Folgen. Viele haben Krebs und die lernt Nahed kennen. Mhm. Und da kam Nahed irgendwann mal auf uns zu und hat gesagt, Shadi, Sarah, es gibt eine Frau, können wir dir helfen? Sie hat Krebs, sie hat viele Kinder und können wir ihr etwas Geld für Essen geben? Und so fing diese Arbeit an. Mhm. Und man muss ein bisschen, wie soll ich das sagen, mutig wäre ja zu viel verlangt, gesagt, weil ich bin ja hier. Aber doch, man muss ein bisschen out of the box denken, weil wenn man so ganz deutsch denkt, ich brauche für alles jetzt eine Quittung und dann kannst du die Arbeit nicht machen. Weil ich hatte damals gedacht, wenn du jetzt das Geld hinschickst, wird das jemals ankommen oder nimmt das jemand. Und jetzt machen wir das schon seit über 2 Jahren und das Geld ist jedes Mal angekommen. Wir konnten mittlerweile Hunderte speisen, das weiß ich, das ist irre. Krass. Ich hoffe Gott, im Himmel kriege ich eine Belohnung dafür. Aber nochmal zurück zu dieser Ärztin. Ich habe noch nicht verstanden, warum es für sie gefährlich ist, dieser Frau zu helfen. Ja, also für sie ist es einfach gefährlich, weil ihre eigene Familie, ihr Vater, ist umgebracht worden, weil von irgendeiner Rebellengruppe. Und die Geheimpolizei ist natürlich, wenn sie rauskriegt, diese Frau hilft jetzt Witwen und bekommt dann noch Geld aus Deutschland, um denen zu helfen, wäre sie da ein Angriffsziel. Ne? Okay. Und deshalb machen die das im Geheimen. Mhm. Und ihre ganze Familie, ihre Mama arbeitet mit, ihr Bruder, ihre Schwester, andere Schwestern, die arbeiten alle im Krankenhaus. Dadurch haben wir einen sehr guten Draht zum Krankenhaus und können auch Frauen im Krankenhaus, neulich hatten wir eine Sterbende und die konnte im Krankenhaus in einem einzelnen Zimmer friedlich sterben. Der konnten wir leider mit Medikamenten nicht mehr helfen, aber die war auch so arm, die hatte niemals ein eigenes Zimmer bekommen und Nahed konnte ihr dann aufgrund ihres Hintergrunds, weil sie gute Kontakte ins Krankenhaus hat, ein ganz schönes, ruhiges Zimmer ermöglichen und ihre Familie konnte die Frau dann besuchen und sie konnte in Ruhe sterben. Mhm. Genau, ja. Aber die ist stark. Ich finde das auch, wenn ich darüber rede, denke ich, danke Gott. Ja. Mhm. Gott sei Dank, dass wir helfen können hier, ne? Ja. Dass wir dieses Privileg haben, dass wir das können. Das ist wahr. Sarah, wir hören jetzt ein Lied von dir. Welches Lied hören wir? Ja, das ist der Hidden Track auf dem Album. Mhm. Okay. Den findet man nur, wenn man das Album ganz hört und dann noch wartet 7 Minuten. Ah, 7 Minuten. Und das werden wir tun. Das Lied heißt The First, also The Morning After. Mhm. Und ich habe das aus der Bibel, diese Zeile. Es wird einen Tag geben, an dem werden die Ersten die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Okay, das hören wir jetzt. Na? Du gehst rüber. Gerne. Und zwar wirst du begleitet von Like Mint. Schön, dass du da bist. Sarah Brendel mit The Morning After. Dancing leaves around my feet on a road so lost and blinding. Moving spirit around my feet on a road so black and blinding. Lord of the street, in my dreams I followed you. Tonight I go away on morning wings to face a new beginning. My
hold you. Tonight I'll go away on morning waves to see the morning after, to hear the children's laughter, where the first will be last and the last will be Song. Wirklich. Sarah, komm wieder zu uns. Magst du noch zwei Sätze zu dem Lied sagen? Vielleicht nicht jeder ist das Englisch so mächtig. Ja. Ein furchtbares Lied. Wir haben da unsere Geschichte mit. Ach ja. Boah, ich könnte jetzt. Das ist ein Lied, das ist ja eigentlich ganz einfach. Es gibt einen Tag, da werden die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten. Und viel mehr gibt es in dem Lied nicht. Es geht dann darum, dass das Lachen der Kinder, dass man das wieder hören wird, das ist sehr emotional. Das Lied. Wenn ich jetzt erzähle, muss ich weinen. Und das, wir haben zusammen. Da schon oft, wir waren zusammen in Indien und da haben wir das in einem Mädchenhaus, durfte ich das auch singen, zusammen mit Johannes Falk. Und da haben alle Mädchen plötzlich auch angefangen zu weinen. Also jetzt müsst ihr die Geschichte erzählen. Ja, willst du das erzählen? Weil ich kann einen Teil, wir machen es zusammen. Ja, also, genau, jeder seinen Teil. Genau, wir waren auf einer Reise mit IJM zusammen in Indien, haben Projekte besucht und waren an einem Tag in einem Frauenheim und da waren 500-600 junge Mädchen, Teenager, Frauen, die aus Zwangsprostitution befreit wurden. Und die haben da Therapie bekommen und die Therapeutin hat uns vorher gesagt, großes Problem ist, die Mädels, die haben keinen Zugang zu ihren Emotionen. Die kommen da nicht mehr dran, die haben, um sich zu schützen, alles abgekapselt und können keine Wut, kein Zorn, nichts mehr empfinden. Einfach, das war ein Überlebensmodus. Und dann saßt ihr da in dieser Mitte, und ich sehe das echt noch vor Augen, und ihr habt diesen Song gespielt, oder du hast diesen Song gespielt, und Joe hat auch mitgespielt, mitgesungen. Und also ich habe nicht alles gesehen, weil ich immer Tränen in den Augen hatte. Wirklich so. Und dann aber haben Mädels angefangen zu weinen. Die haben kein Wort Englisch verstanden. Und dann kam die Therapeutin und hat gesagt, wow, was passiert hier? Diese Mädels sind hier seit ein paar Monaten und haben nie einen Zugang zu ihren Emotionen bekommen. Und auf einmal fangen die an zu weinen. So, und das war, ich würde sagen, das waren manche meiner intensivsten Gotteserfahrungen, waren in diesen Tagen. Deswegen, dieser Song ist für mich, das ist ein Killer. So. Und die Mädchen waren so, die kamen aus, das kannst du auch erzählen, dass die aus den Bergen ja kamen und verschleppt wurden und prostituiert wurden. Und als wenn die diesen Text verstehen würden, sie werden die Ersten sein. Das war so echt irre. Mhm. Ich habe sowas auch noch nicht erlebt. Und das war, hat sich wieder, als wenn sich der Himmel einmal kurz öffnet. Ja. Und das ist diese starke Arbeit von der International Justice Mission von IJM, die ist so, so stark und so irre, was wir in Indien gesehen haben, auch dieses Foto von der Frau, diese Geschichte. Aber ich will euch jetzt nicht da so vorwegnehmen, ich bin einfach so bewegt von dieser Arbeit, die ist so stark. Also ich finde, dass wir hier gemeinsam alle an einem Tisch sitzen, finde ich auch ein ganz, so super cool. Ganz einfach. Schönes Ding. Ja.